Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute geht's wieder weiter mit meinem, wie soll man sagen, wie nenne ich es denn jetzt, Mobilitätsprojekt. Ich habe den Raimo 1 zerlegt und habe die Reifen bzw. den Motor vom Raimo 1 und den möchte ich jetzt hier in das Fahrrad einbauen. Ich habe das Fahrrad damals so ein bisschen ausgeschlachtet gehabt damals für meinen Raimo. Und jetzt bauen wir es wieder zurück, beziehungsweise tun es ein bisschen aufpimpen im Elektromotor. Mal gucken, wie da alles funktioniert. Okay, jetzt fangen wir mal an. Ich baue mal den Motor hinten ein, vorne das Rad wieder drauf und dann sehen wir mal weiter. So, ich fange mal mit dem Vorderrad an. Das ist so das Einfachste. Schauen wir schon nach der Laufrichtung. Rotation ist so rum, passt. Also. Hier rein. Machen wir mal. Provisorisch fest. So. Und jetzt. Und jetzt hinten. Hinten ist es ein bisschen schwieriger, aber auch machbar. Achso, ich ziehe mal Handschuhe an. Ich habe da keinen Bock drauf, ständig die verölten Pfoten. Das kriegt man so schlecht wieder weg. Meine zarten Hände zu schützen. So, also ich denke, das ist jetzt nicht so hochohmig, dass man da viel erklären muss. Das hat bestimmt schon jeder von euch mal gemacht. Zumindest wenn er mal einen Plattfuß hatte. So, wo man ganz arg aufpassen muss, das ist immer hier an dem Bereich, dass das Kabel hier keinen Knick kriegt so arg. So, und da kommt dann jetzt wieder die Kappe drauf. Und dann kann das Kabel hier nach oben gelegt werden. Erstmal da rein. So. Theoretisch müsste jetzt das Ganze schon wieder gehen. Die Gangschaltung, das muss man prüfen, ob man da was einstellen muss, ob das so passt. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. So, und jetzt fangen wir mal an, den Akku anzubauen. So, das ist jetzt hier im Prinzip der Akkuhalter mit dem Regler. Meine Idee war jetzt einfach hier an den Originalschrauben das Ding so reinzumachen, in der Hoffnung, dass es passt. Probieren wir einfach mal. Keine Ahnung, für was die Schrauben gedacht sind, vielleicht für eine Trinkflasche oder sowas, aber vielleicht geht sie auch für das. Okay. So, probieren wir mal, ob der Akku reinpasst. Ich breche zusammen.
Das passt. Sehr gut. So, und jetzt, ich möchte es irgendwie nicht kürzen, erstmal, weil ich ja gar nicht genau weiß, wo das alles hinbaue. Deswegen lasse ich das mal so zusammen. Vermutlich mache ich den hier hin. Ja, prinzipiell stört es so mal nicht. Ja, gut. So, und jetzt wird es da oben interessant. Jetzt muss ich da erstmal alles abbauen, damit da die neuen Bremshebel rankommen. Okay, cool, mit warm machen geht's echt. So, jetzt können wir hier die Steuerung ranbauen. So, und dann können wir das schon zusammenstecken. Einmal die Bremse. So, und dann, jetzt müssen wir die Tachoscheibe noch ranbauen. So, und jetzt muss noch hier dieser Mitnehmer angebaut werden. Und zwar hat er die Aufgabe, der wird hier an den Treppel rangebaut, dass sich der dreht, und da sind lauter Magnete drin. Und dieser Sensor, müssen wir mal schauen, wo der am besten hingemacht werden muss, der erkennt dann, dass eine Treppelbewegung ist und schaltet dann dementsprechend den Motor frei. So, das war's jetzt schon. Ich mache jetzt mal eine Probefahrt ohne Akku, ob alles noch funktioniert, und dann machen wir mal den Akku rein, und da bin ich aber gespannt. Beim Rausschieben habe ich bemerkt, dass das Steuerkabel noch fehlt. Da muss ja noch eine Verbindung zwischen Steuereinheit und dem Regler da hinten ran. Und das machen wir jetzt auch noch geschwind rein. Geht. So, aber jetzt
Aber jetzt habe ich alles, jetzt machen wir mal einen Test. Also bremsen tut es optimal. So, jetzt machen wir den Akku rein und dann bin ich gespannt. So, der Akku ist drin. Gucken wir mal, ob wir es eingeschalten kriegen. Ah, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es angeht. Ah. Ach, da muss man einschalten jetzt. So, okay, Anzeige ist da, Saft ist auch da, probieren wir es mal. Meine Fresse, das Ding geht ab. Ey, das funktioniert einwandfrei. Das Ding geht ab wie Schmidts Katze, aber ich habe mir gerade überlegt, ich sollte vielleicht einen Helm aufziehen. Muss ich schön machen. Ist vielleicht doch besser. So, jetzt mache ich noch ein paar Fahrversuche. Das Ding geht ab wie Sau. Echt? Ah ja. Gut. So, ich bin jetzt einige Kilometer gefahren mit dem Fahrrad, war auch schon einmal damit im Geschäft und ich muss sagen, hey, das funktioniert super mega gut. Jetzt muss ich das hier alles sauber machen, das war ja nur professorisch, einfach mal zum Testen, ob alles funktioniert. Jetzt mache ich das alles schön sauber und ja, dann habe ich eigentlich schon mein Geschäftsfahrzeug. Perfekt. Wo fangen wir an? Machen wir uns erstmal die ganze Kabelführung. Das ist mal ganz wichtig. So, als erstes machen wir mal den Akku wieder raus. Dass mal kein Kurzschluss passieren kann. Und dann zwicken wir mal die ganzen Kabelbinder da wieder auf. Kommt von da unten raus. Gut. Das heißt, hier können wir schon mal einen Schrumpfschlauch drauf machen. Ich habe hier verschiedene Schrumpfschläuche. Das ist eine feine Sache, sowas. Da kann man das sehr gut safe machen. Und jetzt haben wir hier schon mal die Möglichkeit, hier den Anschluss zu machen.
So, jetzt müssen wir da unten den Sensor noch austauschen, beziehungsweise die Kabelbinder austauschen. So, jetzt seht ihr auch noch mal hier die Technik, und zwar ist es so, das können wir vielleicht auch gleich so da legen. Es ist so, hier ist ein Sensor drin, der erkennt das Magnetfeld, und hier an der Scheibe sind lauter kleine Magnete drin. Das heißt, durch Drehen des Pedals erkennt der Sensor, dass jetzt hier eine Bewegung ist, und dann schaltet er den Motor ein. Das ist ganz wichtig, wenn das nicht funktioniert, dann wird nie der Motor einschalten. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. So, jetzt schauen wir hier noch, wie die Verlegung aussieht. Sieht aber so ganz gut aus. Das ist okay. Das ist auch okay, da müssen wir jetzt noch schön was anschließen. So, hier ist das Problem natürlich, das sollte eigentlich so sein, dass man es wieder wegmachen kann. Weil wenn man den Reifen wechseln muss, beziehungsweise flicken, dann sollte eigentlich das zum Wegmachen sein. Ich mache das mit Klebeband hin, also mit Isolierband. Das kann ich wenigstens unterwegs mal wegmachen. Ich kann sie dann daheim wieder frisch hinmachen. So, ich habe jetzt gerade eine Idee gehabt, und zwar habe ich hier so einen Schlauch, den könnte ich eigentlich so drumherum machen. Probieren wir einfach mal. So, jetzt machen wir nochmal den Akku rein, und dann können wir eine Testfahrt machen. Einwandfrei. So, das sieht doch jetzt mal richtig gut aus, muss ich sagen. Also, auch das mit dem Schlauch hier. Tipptopp. Gut, Testfahrt ist angesagt. So, das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Video von meinem E-Bike-Umbau. Also ich finde, es ist super gut geworden. Das sieht jetzt auch optisch gut aus mit den Umbauten bzw. mit den Verbesserungen von der Kabelführung und dem Ganzen. Ich habe noch ein paar Probefahrten gemacht, klappt super gut, also optimal eigentlich. Ich mache jetzt einfach noch einen Schwenk geschwind und gehe mal noch mal kurz so drüber, dass ihr alles noch mal genau sehen könnt. Und dann war es das für heute auch schon wieder. So, jetzt schauen wir es uns mal von nahem an. Also wie gesagt, hier seht ihr den Nabenmotor mit dem Kabel, das aus der Welle rauskommt oder aus der Achse. Das geht hier hoch, das Kabel. Dann haben wir hier die Steuereinheit. Die ganzen Kabel habe ich jetzt alle versteckt unter dem Schlauch. Das ist jetzt hier nochmal der Akku, wie er am Rahmen festgeschraubt ist. So, oben haben wir
hoffe, man sieht es. Oben haben wir jetzt hier die externe Bremse oder die Bremse mit dem Schalter, wo dann die Leistung wegnimmt beim Bremsen. So, dann das Bedienelement, die ganze Kabelführung und hier unten haben wir dann wie gesagt nochmal den Sensor, der dann beim Treppeln das Signal an die Steuerung gibt. Ja, und das war's dann eigentlich schon. So, ihr habt jetzt gesehen, wie es geworden ist. Ja, viel mehr dazu gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Ach so, ja, von den Preisen, also damals habe ich so um die 600 Euro, meine ich, für das gesamte Paket bezahlt, also für die Felge mit dem Nabenmotor, für den Akku und die Steuerung. Ich hatte das ja in meinem Raimo drin. Jetzt hat es da, sage ich mal, eine zweite Verwendung gefunden und ja, wie gesagt, optimal. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei.